Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tobis Hardware-Ecker. Heute schauen wir uns mal was ganz anderes an. Und zwar geht es heute um ein Headset. In dem Falle das MMX 150 von Beyer Dynamic. Als erstes wollen wir erstmal reinschauen, was in dem Karton drin ist. Danach werden wir so ein bisschen auf die technischen Daten eingehen. Dann werden wir auch noch eine Probeaufnahme machen von dem Headset. Die werdet ihr dann hören. Und am Ende werden wir unser Fazit ziehen. Ich habe das Headset jetzt ungefähr seit 2 Wochen in Benutzung. Dann schauen wir uns mal an, was das so kann. Kommen wir als erstes zum Unboxing. Was haben wir denn dabei? Nehmen wir euch mal mit. Das Headset kommt in diesen Karton. Ist ordentlich verpackt. Wir haben hier das Headset selbst. Dazu das Mikrofon mit Schwanenhals zum Anstecken. Dann haben wir einmal die Accessoires und eine Anleitung zum Mikrofon selbst. Als Kabel haben wir beiliegend zum einen ein Klinkenkabel. Hat ungefähr die Länge hier, das ist ein bisschen über 1 Meter, ich würde sagen 1,20 Meter grob geschätzt. Und wir haben ein USB-Typ-C-Kabel auf USB-Typ-A-Kabel und das ist 2,40 Meter. Grundsätzlich Kompatibilität haben wir gegeben, in dem Falle zur Nintendo Switch, zur PlayStation 5, zu PC und zur Xbox Series X, da allerdings mit dem Klinkenstecker. Das ist in dem Falle 4-poliger Klinkenstecker auf USB Typ C. Damit funktioniert das Ganze. Nachdem ich nun das gute Beyer Dynamic MMX 150 2 Wochen lang im Test habe, möchte ich jetzt hier mal sagen, was ich zu dem Headset herausgefunden habe, wie es sich verhält. Wir gehen nochmal kurz auf die technischen Daten ein, was es so kann. Zwischendrin hört er dann noch die Soundaufnahme. Also, grundsätzlich technische Daten. Wir haben hier 40 mm Treiber installiert. Die sorgen für einen guten Klang. Sind nicht sehr basslastig ausgerichtet, sondern haben ihre Stärken eher im Mitten- und Höhenbereich. Dann haben wir ein Schwanenhalsmikro. Dieses Mikro hat eine Nierencharakteristik und soll dafür sorgen, dass ihr immer gut verständlich seid. Die Verständlichkeit war auf jeden Fall gegeben, das war sehr gut. Das Mikro selber ist von der Aufnahme her unbearbeitet eher basslastig, also eher im tieferen Bereich. Wer das mag, der wird damit glücklich. Hier ist eine Testaufnahme zum Beyer Dynamic MMX 150. Diese Aufnahme ist unbearbeitet und spiegelt den Originalton des Mikrofons mit Standardeinstellung wider. Hier könnt ihr euch also ein Bild davon machen, wie das Mikrofon klingt und für euch entscheiden, ob euch der Ton gefällt oder nicht. Was haben wir noch? Wir haben an allen wichtigen Stellen, jetzt schauen wir uns das Headset mal etwas näher an, die normalerweise bei so einem Headset gerne mal kaputt gehen, Aluminium. Zum einen hier diese Bügel mit Aufnahmen, die sind Metall. Dann hier oben der Bügel an sich ist auch Metall, der ist bloß verkleidet praktisch mit dieser Plastikspange. Wir haben hier an den Ohrmuscheln und hier oben am Kopfband Kunstleder. Und generell kann man sagen, das ist wirklich gut gemacht. Also klar hat man hier Plastik, aber es fühlt sich halt keineswegs günstig oder billig an. Ja, so dass man das nicht gerne anfassen würde. Hier an der Unterseite haben wir außerdem das Lautstärkerad
und den USB-C-Typ C-Anschluss, der ist relativ weit drin im Gehäuse. Also wenn man irgendwann ein anderes Kabel braucht, muss man auf jeden Fall bei den Steckern gucken, dass die da auch reingehen. Das Mikrofon ist abnehmbar. So. Und ansonsten haben wir hier eine Doppelbelegung dieser Taste. Einmal kurz drücken ist Muten des Mikrofons. Das sehen wir dann auch an einer LED in dem Schwanenhals. Lange drücken ist der sogenannte Augmented Mode. Was macht das Headset da? Generell, der eine oder andere wird es bestimmt kennen, wir haben hier ein geschlossenes Headset. Das ist jetzt nicht gerade dafür prädestiniert, Geräusche von außen an das Ohr durchzulassen. Beyerdynamic Dynamic hat das ziemlich clever gelöst. Die hat nämlich links sowie rechts ein kleines Mikrofon in den Ohrmuscheln. Und wenn man diesen Augmented Mode aktiviert, wird praktisch das Signal, was diese Mikrofone aufnehmen, ob das jetzt ein Türklingeln ist oder jemand, der mit einem spricht, in das Tonsignal des Headsets mit eingespeist. Das heißt, ich kriege das dann direkt mit auf die Ohren gespielt. Das funktionierte echt gut. Also ich habe das auch genutzt, weil ich mag das eher nicht, wenn ich gar nichts mehr höre. Ich finde das eher praktisch, wenn da noch ein bisschen was durchkommt. Das Feature wird hier auf jeden Fall geboten. Ich habe das Headset auch an den anderen Plattformen ausprobiert. Der Augmented Mode funktioniert natürlich nicht an der Xbox Series X in meinem Fall. Ist klar, weil es da über Klinke angebunden ist. Aber am PC hat das wunderbar funktioniert. Nintendo Switch konnte ich noch testen, auch da funktioniert das Headset tadellos. Braucht man natürlich das Mikrofon nicht, aber die Kopfhörer an sich sind ja gut. Was bleibt mir sonst noch zu sagen? Der Tragekomfort ist wirklich sehr gut. Es drückt nichts, es ist nicht zu fest, nicht zu locker. Das fand ich sehr schön. Man kann das auch relativ gut einstellen. Also man kann hier praktisch den Bügel rausziehen, reinschieben, wie man es braucht. Die Muscheln sind relativ beweglich und haben auch noch so ein leichtes Spiel, dass sie sich wirklich jeder Kopfform anpassen können. Von dem her, das fand ich relativ gut. Für extrem große Ohren sind die Ohrmuscheln wahrscheinlich nichts. Die sind relativ klein. Aber jetzt für den Durchschnittseuropäer, sage ich jetzt mal, wird das passen in den meisten Fällen. Was haben wir noch für eine Sache? Wir können hier diese... Das funktioniert manchmal etwas schwierig. Jetzt habe ich diese Ohrpolster auch tauschen. Derzeit habe ich leider im Shop von Beyerdynamic noch nicht Ersatzohrpolster gefunden, zum Beispiel mit Stoff. Ich denke, das wird aber noch kommen. Beziehungsweise vielleicht passen auch welche von anderen Headsets, das kann ich noch nicht genau sagen. Dazu habe ich leider noch keine Informationen. Was haben wir also jetzt als Fazit zu ziehen bei unserem Beyerdynamic MMX 150? Zum einen, als positive Punkte auf der Habenseite haben wir einmal Verarbeitungsqualität, die ist auf jeden Fall top. Klanglich, ja, es ist anders ausgerichtet als die meisten Gaming-Headsets, der Ton ist jedoch nicht schlecht. Wir haben ein sehr variables Headset, wir können es benutzen mit einer PS5, mit einer Switch, mit einer Xbox und mit dem PC. Sehe ich persönlich auch als Pluspunkt. Negativ im Test ist mir aufgefallen, oder sagen wir besser mal neutral, das Mikrofon. Das Einzige, was es nämlich nicht sonderlich gut kann, sind Plosivlaute. Damit hat es ein bisschen Schwierigkeiten, das muss man ganz klar sagen, leider. Und ein weiterer Punkt, der mir nicht positiv aufgefallen ist, sondern eher im negativen Bereich spielt, ich habe Kabelgeräusche. Das ist halt etwas, das verstehe ich nicht ganz. Es kann natürlich auch an den gesleeften Kabeln liegen. Die verursachen immer etwas mehr Geräusche als ein normales gummiummanteltes Kabel. Hier müsste man vielleicht mal gucken, ob man da vielleicht bei der neuen Revision nachbessert. Wer sich nicht viel bewegt beim Spielen, dem mag das vielleicht gar nicht auffallen. Aber wenn man dann doch mal die eine oder andere Bewegung macht, dann hört man das leider. Ein positiver Punkt, den ich fast unterschlagen. Ich finde den Augmented Mode klasse. Also ich benutze es tatsächlich auch und ich fand das auf jeden Fall gut. Alles in allem für den Preis, für das
MMX 150 angeboten wird. Das sind so circa 120 bis 130 Euro. In dem Rahmen bewegen wir uns da. Haben wir ein Headset, das Verbesserungspotenzial hat, aber trotzdem seinen Preis auch wert ist. Also es gibt auch deutlich teurere Headsets, die nicht so viel hinkriegen. Wer wirklich ein super verarbeitetes Headset sucht, ja, wird mit dem Beyerdynamic Dynamic glücklich. Und wer halt nicht dieses Gaming Bling Bling und sehr basslastig ausgelegte haben möchte, der ist auf jeden Fall beim MMX 150 richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, lasst ein Like da, kommentiert fleißig, drückt die Glocke und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video einfach wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.